Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem Reaction-Video, und zwar Maisernte-Gumpi-Team von AgroPictures. Ganz wichtig natürlich, guckt auch bei AgroPictures direkt vorbei. Das Video ist oben bei mir in der Videobeschreibung verlinkt. Hinterlasst dann ein Däumchen nach oben und auch gerne ein Abo, denn die machen wirklich coole Videos mit sehr viel Aufwand, sehr gut gemacht. Und ja, wenn ihr das seht, haben die mir erlaubt, hier drauf zu reacten, also das online zu stellen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ganz wichtig, wenn ihr euch das gefällt, dann auch gerne hier ein Däumchen nach oben und ein Abo hinterlassen. Wäre fantastisch. Wie gesagt, ist ein Reaction-Video. Ich habe in vergangenen Reaction-Videos mitbekommen, dass manche das Prinzip Reaction nicht ganz verstehen. Sprich, ich gucke ein Video, pausiere, laber ein bisschen was dazu und wir gucken das Video weiter. So, in dem Sinne, ganz entspannt in die Kommentare und natürlich eure Expertise auch in die Kommentare rein. Let's go! Hier bei der Maisernte. Die Maisernte gilt vielerorts. Cool. Ist das ein Steier? Das ist ein Steier. Habe ich noch nie gesehen. Sehr geil. Als fünfte Jahreszeit und als absoluter Höhepunkt der landwirtschaftlichen Saison. Dreireihig oder vier? Es ist aber auch eine extrem fordernde Zeit. Alle Maschinen, alle Mitarbeiter und Helfer sind unermüdlich im Einsatz, um die herbstliche Feldarbeit zu bewältigen. Sieht man auch ja unfassbar selten, so eine gezogene Maschine vom Traktor. Also wenn man so ein bisschen selbststrukturiert arbeitet und ein bisschen in kleineren Dimensionen, kann das vielleicht durchaus Sinn machen. Ich frage mich allerdings, wie da so die Hexequalität ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich so zu Problemen kommt, denn letztendlich. Auch beim Gumpi-Team in Osttirol herrscht Ausnahmezustand. Zwei Tage lang haben wir den Lohnunternehmer und sein Team für diesen neuen Kurzfilm mit der Kamera begleitet. Das ist ja auch so eine Sache, da scheiden sich ja so richtig die Geister. Die einen sagen, Radlader macht auf jeden Fall Sinn, hohes Eigengewicht, direkt mit der Schaufel vorne dran. Und dann sind die anderen und sagen, ja, aber so ein Traktor, so ein schöner 8R von John Deere wiegt halt dann letztendlich trotzdem das Doppelte durch Zwillingsbereifung, mehr Aufstandsfläche. Also das ist ja so ein Thema, da streiten sich die Leute ja unfassbar teilweise, was jetzt mehr Sinn macht, Radlader oder Traktor auf dem Silo. Ich will mein Teil, wird vom Gefühl sagen, Traktor. Sehr geile Bildaufnahmen. Muss man einfach AgroPictures einfach mal sagen. Oh, den kenne ich sehr gut, den Jaguar. Schwarz-goldener Steier? Hier mit diesem Muskel? Ist das von Steier eine Variante, also irgend so eine Sonderedition, oder ist das jetzt vom Gumpi-Team so eine, ich sag mal, eine Lackierung für die selbst? Ich hoffe, die sagen da gleich noch was zu. Das Video geht 22 Minuten? Das ist aber schon sehr lange. Also diese, ich sag mal, von diesen gut produzierten Videos zum Landwirtschaftsthema, also wo auch ein Sprecher drüber ist und alles, sind die Videos ja selten so lang. Finde ich gut, finde ich sehr, sehr geil. Wir starten unsere Maisernte-Doku in der Gemeinde Greifenburg im oberen Drautal. Es ist Mitte Oktober. Auf einem kleinen Bauernhof, hoch über dem Talboden, ist heute der Häcksler angerückt. Andi Kraus vom Gumpi-Team ist mit einer Presswickelkombination im Einsatz, um den gehäckselten Mais zu Rundballen zu pressen. Sieht man selten. Ich sage mal, in großen Strukturen natürlich, denke ich mal, kaum bewältbar. Also für Biogasanlage so absolut sinnfrei. Ich glaube, in kleineren Strukturen, wo auch gar nicht so viel Masse letztendlich anfällt, macht das durchaus Sinn. Was mich einfach interessieren würde, ist die Folie biologisch abbaubar? Ein Verfahren, das vor allem in dieser kleinstrukturierten Region sehr gefragt ist, wie uns Lohnunternehmer Hans Gumpitsch erklärt. Ja, der Maisballen hat halt gegenüber den anderen Formen der Konservierung von Mais den Vorteil, dass er kompatibel mit anderen Siliertechniken ist. Bei uns, die Kleinbetriebe, haben durch die Bank Grassilageballen.
Mit derselben Technik können Sie den Maisbollen transportieren. Mit denselben Geräten können Sie den Maisbollen auch im Stall dann öffnen bzw. auch in die Fütterung einbringen. Und dadurch hat der Maisbollen eigentlich in der kleinstrukturierten Landwirtschaft relativ schnell eine breite Zustimmung gefunden. Hans Gumpitsch zählt heute zu den größten Lohnunternehmen in der Region. Vor 7 Jahren ist er ins Maisballengeschäft eingestiegen. Aufgrund der steigenden Nachfrage konnte er diesen Bereich bis heute immer weiter ausbauen. In der aktuellen Saison ist er mit 6 Maschinen im Umkreis von etwa 200 Kilometern unterwegs. Ja, die Maisernte ist bei uns. 200, das ist aber schon viel. Da fährst du halt mal eben, wenn du einen Traktor, ich sag mal, die werden wahrscheinlich alle 50 fahren, aber da fährst du halt auch mal eben 4, 4,5 Stunden, je nachdem, wie du auch wirklich fahren kannst. Das ist, ich sag mal, da fährst du nicht für einen Tag denn los. Rush Hour vom ganzen Jahr, das muss man sich vorstellen, Maisaison ist maximal 8 Wochen. Und wir haben heuer die besondere Challenge gehabt, aufgrund des verspäteten Frühjahrsanbaues, aufgrund der Witterungsbedingungen im Sommer, haben wir eigentlich konzentriert auf 10 Tage in unserem gesamten Einsatzgebiet den Hauptteil der Maisernte abwickeln müssen. Wenn man diesen alten 800er Jaguar aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, finde ich ziemlich geil. Der hat auch diese Jaguar-Augen in schwarz auf die Seite geklebt. Ich hoffe, dass er das ist. Davon, das war einer unserer letzten Häcksler bei uns auf dem Hof. Wenn man sich das in Zahlen vorstellt, wir haben heuer mehr Maisball machen müssen wie vor 3 Jahren in der gesamten Saison. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung, die Mitarbeiter, Maschinen und auch unsere Partner gefordert haben, weil da ist einfach rund um die Uhr zu fahren gewesen. Gumpitsch arbeitet mit Presswickelkombinationen von Göweil. Das Funktionsprinzip ist ebenso einfach wie genial. Das Transportfahrzeug fährt rückwärts an die Maschine heran und kippt den Mais in den Zubringer. Sein Volumen von rund 13 Kubikmetern sorgt für einen großen Puffer, damit die Maschine kontinuierlich arbeiten kann. Ein automatisch geregelter Kratzboden beschickt über 2 Dosierwalzen den Steilförderer. Oben fällt der Mais in die Presskammer, wo er von einem umlaufenden Endlosband zum Ballen geformt und verdichtet wird. Den Durchmesser und die Pressdichte kann Andi am Terminal einstellen. Unter der Maschine verläuft ein Rückführband, das Bröckelverluste auffängt und ohne Verschmutzung wieder zurück zum Steilförderer bringt. Serienmäßig verfügt die Maschine über eine kombinierte Bindung für Netz und Folie. Um die Bindezeiten zu halbieren, kann man aber auch, wie in unserem Fall, mit 2 Rollen Folie arbeiten. Für eine schonende Übergabe fährt der Wickeltisch unter die Presskammer. Macht auf jeden Fall Sinn. Die Klappe öffnet sich und der fertige Ballen fällt heraus. Also, sieht schon geil aus, so ein Maisballen. Aber du bist halt null schlagkräftig damit. Hast ja gesehen, die sind da mit 2 Anhänger, glaube ich, unterwegs auf dem Feld. Und der Häcksler steht halt, ne? Der steht. Und verdient kein Geld, während er steht. Also schwierig, würde ich sagen. Durchaus schwierig. Was ich werde mir damit keine Freunde machen, aber was ich einfach nur mal sagen muss, ist, ich finde es ultra sympathisch, hier einfach mal keinen Fendt zu sehen. Du siehst halt überall Fendt und ich weiß, Fanboys und so. Fendt ist natürlich mit Grund beliebt, aber ich bin ja so ein Mensch, ich komme mit Fanboys, mit Fanboy und mit Hypes nicht klar und sowas wird dann für mich automatisch uninteressant und dementsprechend bin ich auch einfach kein Fanfreund. Während er vom Doppelarmwickler in Folie gepackt wird, entsteht hinten in der Kammer bereits der nächste Ballen. Für lange Normal. Arbeitstage hat die Maschine einen großen Folienvorrat an Bord. Gumpi hat mit einem Träger an der Fronthydraulik nochmal weiter aufgerüstet. Der fertig folierte Ballen wird vom Wickeltisch gekippt und vom Aufsteller auf die Stirnseite gedreht. Das minimiert das Risiko für Beschädigungen und vereinfacht den Abtransport, den hier der Landwirt mit dem eigenen Frontlader übernimmt. Oh, aber ziemlich weich. Die Maisballenpresse verfügt über eine eigene Bordhydraulik, welche über die Zapfwelle angetrieben wird. Göweil gibt einen Leistungsbedarf von mindestens 120 PS an. Die 16 Tonnen schwere Maschine will aber auch auf der Straße bewegt werden. Deshalb spannt Gumpi vergleichsweise große Traktoren vor. In unserem Fall einen Steyr CVT 6240.
Andi hat die Kombination in Transportstellung gebracht und macht sich auf den Weg zum nächsten Kunden. Ist schon echt lang. Ist schon echt langes Gespann, aber so vom Gefühl relativ gut ausballastiert. So vorne und hinten. Und ja, also für den Betrieb 120 PS, das ist ja natürlich nichts. Das ist gar nichts. Also, ich sag mal, welcher Betrieb kauft sich heute noch einen Traktor unter 120 PS? Also, in speziellen Fällen für auf den Hof vielleicht, aber so für auf dem Feld oder so, glaube ich nicht. Vor allem Lohnunternehmen nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Geil. In der Zwischenzeit wechseln wir auf die andere Seite der Hohen Tauern nach Kaprun, am Fuß des Kitzsteinhorns. Dort ist Hans Gumpitsch mit einer weiteren Maisballenpresse im Einsatz. In Spitzenzeiten ist der Chef auch nach wie vor selbst mit den Maschinen draußen unterwegs. Habe ich schon öfters so beobachtet. So New Holland und Steyr, das ist, die sind optisch doch sehr nah beieinander. Man könnte fast überlegen, dass einer von den anderen einfach nur neu gebrandet ist. Falls ihr da was wisst, schreibt gerne mal in die Kommentare. Aber ich würde fast sagen, wenn du einen Steyr kaufst, kaufst du eigentlich nur Holland. So vom Gefühl her. Ganz genau, da tausche ich dann den Schreibtisch gegen die Maschine. Das lasse ich an und für sich eigentlich lieber tue. Für das bin ich eigentlich Lohnunternehmer geworden, aber natürlich hat man einer gewissen Größenordnung, braucht die Administration so viel Zeit, dass ich natürlich mehr im Büro sitze. Aber jetzt natürlich, wenn es Kopf auf Spitz zusammengeht und mir Tag und Nacht im Einsatz sein, dann bin ich selber auch auf der Maschine als Springer. Insgesamt 6 Hektar Mais hat dieser Betrieb angebaut. Obwohl die Pflanzen im Sommer von einem schweren Hagelwetter beschädigt wurden, steht der Bestand gut da. Zum Häckseln ist das Lohnunternehmen Feuthofer mit einem Fendt 942 Vario und einem 3 Meter breiten Anbauhäcksler von Kemper im Einsatz. Gut motorisiert, würde ich sagen, dafür. Ja gut, aber ein paar PS brauchst du aber auch dafür, um das Mais halt halbwegs schlagkräftig durchzuhauen. Nach wie vor, wie gesagt, wenn ihr mal was zu der Häckselqualität von so einem Gerät wisst, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich habe im Real Life kenne ich nur so einen gezogenen Einreiher von einem Bauer bei uns aus der Nachbarschaft. Der hat den aber auch schon seit 15 Jahren nicht mehr. Damit hat er so, ich sag mal, eine Woche bevor Mais richtig gehäckselt wurde, hat er ein bisschen Frischmais für seine Kühe damit gehäckselt. Aber wie gesagt, der macht seit 15 Jahren, hat er seinen Hof nicht mehr. Die halbe Fläche konserviert der Landwirt im Fahrsilo als Winterfutter für die 45 Milchkühe. Die andere Hälfte wird zu Maisballen gepresst, die dann über die Sommermonate verfüttert werden. Der Vorschub im Silo wäre zu gering, um in der warmen Jahreszeit eine stabile Futterqualität zu gewährleisten. Okay. Hans Gumpitsch weist gerade den nächsten Kipper ein. Er arbeitet hier mit einer Leihmaschine, die Göweil zur Überbrückung der Arbeitsspitzen kurzfristig bereitgestellt hat. Ein Kollege in Bayern hat sich eine neue Maschine gekauft. Die Firma Göweil hat mir die diese Woche nochmal ausgeliehen, damit ich über die schlimmste Zeit rüberkomme, weil heuer die Erntezeit einfach sehr komprimiert ist. Durch den späten Anbau im Frühjahr ist jetzt in alle Richtungen, in alle Ebenen zugleich die Ernte. Und jetzt haben wir in dieser Woche die absolute Rush-Hour. Gumpitsch arbeitet hier mit einer NT Master aus der ersten Generation, die auch nach 13 Jahren noch immer perfekt geformte Ballen produziert. 13 Jahre? Okay, die sieht ein bisschen kantiger aus als die, die wir eben gesehen haben. Aber ansonsten hätte ich jetzt, also jetzt hätte er das nicht gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass die irgendwie älter als 3 Jahre ist. Also mal von der einen oder anderen kleinen Stelle abgesehen. Diese Maschine sieht man, dass sie einwandfrei funktioniert. Das einzige Thema ist, man braucht bei den Einstellungen ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, weil natürlich nicht alle Sachen automatisiert sein und nicht alle Voreinstellungen irgendwo abrufbar sein. Wenn man es dann in den Griff hat, also ich habe gestern mit der Maschine angefangen und so noch 50 bis 100 Ballen weiß man, die Kleinigkeiten, die Tücken, und wenn man sie dann ordentlich behandelt, dann gibt es ja schöne Ballen auch. Die fertigen Ballen stapelt okay, Landwirt Michael Egger mit dem Frontlader. Bereits zum 6. Mal hat er das Gumpi-Team für die Maisernte engagiert. Nicht ohne Grund. Ja, wir arbeiten schon lange mit dem Gumpi Johns zusammen. Das haut immer gut hin. Und auch wenn der Chef selber einmal nicht Zeit hat, die sind nur ein super Fahrer. Die haben die Maschinen top im Griff. Die kennen sich aus, wenn was passiert.
die Maschine, die läuft durch, das funktioniert einfach, das harmoniert, das ist top. Nach diesem Einsatz wird Hans Gumpitsch noch einen weiteren Kunden im Salzburger Land bedienen, bevor er am späten Nachmittag zurück nach Osttirol fährt. Genau, wir fahren jetzt dann noch 10 Kilometer weiter zu der nächsten Kundschaft, einem kleineren Betrieb. Und dann fahre ich über die Großbrücke nach Hochhaltenstraße heim auf Osttirol und mache dann heute noch einen drei Kunden in Osttirol. Also da hätte ich keinen Bock zu fahren, also ohne Witz. Oh, schwierig. Da fährst du aber auch keine 20, glaube ich nicht. Da fährst du ja richtig langsam. Muss man schon mit der Maschine 2000 Höhenmeter auf der Straße überwinden. Auf 40 Kilometer Länge ist das schon ein bisschen Ansporn und dann geht es in Osttirol wieder weiter. Bei Gumpitsch dreht sich alles um den Rundballen, nicht nur bei der Maisernte. Viele Landwirte nutzen das schöne Herbstwetter, um den letzten... Aber wie viel die jetzt pro Stunde schafft, haben die, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Grünlandschnitt zu silieren. Wir begleiten Mitarbeiter Markus Suntinger, der gerade mit einer von insgesamt drei Göweil G1 Presswickelkombis im Einsatz ist. Seit 2 Jahren ist er jetzt im Gumpi-Team. Eine Entscheidung, die er bis heute noch keine Sekunde bereut hat. Ja, das war schon mein Kindheitstraum eigentlich, und immer mit dem Gumpi sein. Und deswegen bin ich auch da. Und ja, es ist halt immer Blobwechseln drin. Mit den Leuten passt es auch. Ja. Das ist um und auf. Und mit den Leuten passt es, voll separat da. Ich habe gar kein Wort verstanden. Also, ich konnte es mir so ein bisschen herleiten, aber so seine Stimmfarbe war sehr eins mit der Musik. Also, ich weiß nicht, ob die Jungs von Akko Pictures sich das hier angucken, so, weil wegen erster Reaction. Da wäre ein bisschen mehr Editing durchaus angebracht gewesen, damit man seine Stimme ein bisschen besser raushören kann. Die Rundballenpresse G1 ist eine Profimaschine. Ideal für den harten Dauereinsatz im Lohnunternehmen. 30 bis 35 Ballen pro Stunde schafft Markus unter guten Voraussetzungen. Er lobt vor allem die hohe Pressdichte und die exakte Ballenform. Das funktioniert auch hier im kurzen Herbstgras einwandfrei. Na, das ist perfekt. Man kann nichts sagen. Es kommen schöne Ballen. Also. Wenn man die anderen Ballen anschaut, wenn die anderen Marken haben, sind das einfach, ja, als wie irgendwo ausgepresst worden oder halt richtig. Kompakte Ballen, schöne. Vorgespannt ist hier einer von... Das sagt halt jeder von seiner Maschine, ne? Also, ich sag mal, alle Maschinen, die auf dem Markt sind, alle Marken, die jetzt schon seit ein paar Jahren auf dem Markt sind, die machen ja alle gute Maschinen. Das ist ja einfach so. Ich sag mal, die Maschinen sind ja meistens bei einem Betrieb, weil ein Händler in der Nähe ist von der Maschine. Wie, wenn hier... Okay, bei mir ist ein sehr schlechtes Beispiel. Wir haben halt Thiemann, Fricke, Landmaschinen und Schröder bei uns. Also bei uns kriegst du halt wirklich alles im Umkreis von 5 Kilometern. Aber wenn du halt in der Struktur bist, wo halt ein Schröder-Händler ist, dann hast du halt Fendt auf dem Hof. Weil du holst dir keinen Traktor, den du 50 Kilometer zur nächsten Werkstatt fahren musst. Oder zum nächsten Händler. Und ich sag mal, alle Maschinen, die auf dem Markt sind, die haben ihre Daseinsberechtigung, weil das halt grundlegend erstmal solide Maschinen sind. Dementsprechend wird auch jeder von seiner Rundballenpresse sagen, dass der schöne, runde und feste Ballen macht. Ist halt so. Und 2 neuen Steyr Absolut CVT, die mit ihrem goldenen Spezialdesign immer wieder für Aufsehen sorgen. Hans Gumpitsch erklärt, was es damit auf sich hat. Na, die goldenen Traktoren, das war die Idee von meinen 2 Junioren, vom Hannes und von Michael. Und okay, auf jeden Fall keine Steyr-Lackierung, sondern von Gumpi selber. Sehr interessant. Anlässlich von meinem 50. Geburtstag, das ist die Gold Edition, haben wir 2 Maschinen in einer ähnlichen Edition angeschafft und die sind eben heuer zu meinem 50. Geburtstag geliefert worden und deswegen gibt es die goldenen Traktoren. Für die. Okay, er hat die wurden zu seinem 50. Geburtstag gekauft, von ihm, nicht vom Betrieb. Aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das eine Edition von Steyr, also nicht irgendwie eine Lackierung, die er erfunden hat in dem Sinne. In diesem Einsatz ist der Traktor gut motorisiert. Hier in Osttirol ist das Gelände aber oft sehr anspruchsvoll. Eine gewisse Leistungsreserve gehört da schon zur Pflicht. Die Presswickelkombi ist mit einer hydraulischen Triebachse ausgestattet.
Was man damit alles anstellen kann, das wollen wir uns im nächsten Frühjahr bei einem Einsatz in Hanglagen ansehen. Ach so, die Presse ist selbst mit angetrieben. Das macht natürlich durchaus Sinn. Zurück zu Andy Kraus, der die Vario Master gerade beim nächsten Kunden direkt am Feld aufstellt. Okay. Nach gerade einmal der Minuten ist die Maschine einsatzbereit. Nur ein Grund, warum Gumpitsch beim Ballenpressen ausschließlich auf die Technik von Göweil setzt. Ja, wir arbeiten mit Göweil eben seit 7 Saisonen mit die Vario Master. Wir haben die Maschine der ersten Generation, die Prototypen der Vario Master vor 7 Jahren als erstes in Einsatz gebracht. Ich muss ja sagen, New Holland machen schon echt schöne Traktoren. Die dürfen mit Göweil und mit anderen Lohnunternehmern weiterentwickeln. Und wir haben heuer also wieder eine neue Maschine dazu bekommen, der letzten Generation. Und es macht natürlich schon sehr große Freude, wenn man ein Unternehmen als Partner hat, die lernbereit sein und lernfähig sein. Und wenn man dann sieht, wie sich das weiterentwickelt und die eigenen Ideen und Innovationen einfach in die Maschine eingebaut werden. Es gibt kein vergleichbares Gerät, das so schnell einsatzbereit ist. Mittlerweile können wir sagen, nach 7 Saisonen und vielen 10.000 Bollen pro Maschine, auch die Standfestigkeit ist ein absolutes Thema, weil die Kalkulation stützt sich am Ende des Tages auf die Lebensdauer von der Maschine. Da muss man sagen, entspricht die Maschine mindestens dem, das der Hersteller vorgibt. Ich bin der Meinung, dass wir da schon weit drüber sein. Und die Problemlösungskompetenz von der Firma Göweil ist für alle Partner, die ich habe, einzigartig. Also es gibt keine Minute in 7 Tagen in 24 Stunden, wo die Firma Göweil nicht erreichbar ist. Dreimal haben wir heuer das Problem gehabt, dass wir ein Ersatzteil, das wir nicht auf Lager gehabt haben, schnell gebraucht haben. Dann fährt wer von der Firma Göweil uns entgegen und binnen 4 Stunden vor mir wieder. Und das ist genau das in einem Einsatz, wo man so eine kurze Zeit hat, was eigentlich ausschlaggebend ist. Mit 5 eigenen. Ja, das ist natürlich cool. Wenn du. Gut, die werden aber auch, ich sag mal, Göweil ist jetzt ja nicht so die Weltmarke wie Krone. Also das wird schon Lohnunternehmen sein, die für Göweil ein großer Abnehmer ist, denke ich, schon so ein bisschen. Dementsprechend legt man sich schon so ein bisschen ins Zeug. Aber es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass eine Firma sich einfach ins Auto setzt und, keine Ahnung, den Praktikanten 4 Stunden in irgendeine Richtung schickt. Also schon sehr cool. In den Maisballenpressen zählt Gumpitsch zu den größten Anbietern dieser Dienstleistung in ganz Österreich. Die jüngste Vario Master wurde erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen. Sage ja, Hauptabnehmer von Göweil. Ist ein bisschen übertrieben, ne? Für Andi das Nonplusultra in diesem Segment. Ja, gute Lage mit 600 Bollen ist kein Problem. Wenn die Zufahrt passt und das Phone ist weggetragen, sind 600-700 gehen die dann Tag. Und ja, nein, wir sind mit Göweil eigentlich tadellos zufrieden. Und da gibt es in der Hinsicht gibt's die Vario Master. Du bist flexibel von der Gewicht her, von der Gewichtseinstellung, 80 cm bis 1,40 m. Da machst du fast an jeden Bauern glücklich. Ja. Alle 60 Sekunden spuckt die Maschine einen fertigen Ballen aus. Das ist krass. Wow, okay. Das ist deutlich schneller, als ich dachte. Trotz der vollautomatischen Steuerung hat Andi aber einiges zu tun, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Das Wichtigste, dass da hinten keiner was zusammenfährt, der was zuerfährt. Und halt Folienbestückung, die ganzen Sensoren putzen, schauen, dass alles läuft, alles geschmiert ist. Und einfach der Nachschub passt, sagen wir, funktioniert. Ja. Und halt die Überfahrten halt über. Nicht, wir fahren recht weite Strecken von Osttirol bis oben Bad St. Leonhard auf die Back und Südtirol. Und wir kommen ziemlich weit umeinander, ja. Alter, ist schon geil. Am späten Nachmittag bekommen wir dann eine landtechnische Rarität für unsere Kameras. Einen Steyr 8320, mit dem ein örtlicher Landwirt hier die Maisernte für Gumpitsch übernimmt. Das universell einsetzbare Zwei-Wege-Fahrzeug stammt aus den späten 80er Jahren. Es war Steyrs Antwort auf die wachsenden Betriebsgrößen und die damit verbundene Nachfrage nach schlagkräftigen Maschinen. Immerhin 320 PS kitzeln Turbolader und Ladeluftkühler aus den 6 Zylindern. Vierreihig rein unabhängig aus den 80er Jahren.
bin mir nicht sicher, wann Klaas aufgesprungen ist. Ich weiß, dass wir in den 90ern hatten wir von Klaas einen Jaguar 685. Bin mir nicht ganz sicher. Und der hatte noch ein vierreihigen reihenabhängiges Gebiss. Und erst mit der 800er-Serie Ende der 90er sind wir auf ein sechsreihiges unabhängiges Gebiss gestiegen. Also ist nicht schlecht. Und ich finde, also sie ist nicht sonderlich schön, ich finde sie aber trotzdem sehr geil, die Maschine von Steyr hier, der 8320. Mit knapp 10 Litern Hubraum braucht sich der Geräteträger vor heutigen Großtraktoren nicht zu verstecken. Auch hier ist ein 3 Meter breiter Scheibenradhäcksler von Kemper angebaut. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, Gumpitsch hat keinen eigenen Häcksler. Stattdessen arbeitet der Lohnunternehmer bei der Maisernte mit anderen Dienstleistern zusammen. Miteinander statt gegeneinander, so lautet die Devise. Also das ist eine unserer Grundprinzipien. Wir bieten eine Dienstleistung an, in der wir gut sein, in der wir stark sein und wo wir uns auch mit allen parallel weiterentwickeln. Aber wir konzentrieren uns auf die Ballen. Das heißt für uns auf der einen Seite die örtlichen Silierketten, sprich Transport und Maishäckseln, da arbeiten wir mit allen professionellen Dienstleistern in unserem Einsatzbereich zusammen. Wir bieten ihnen an, dass wir mit der Presse kommen und das geht nur in einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit. Man kann nicht gegeneinander arbeiten in diesem Umfeld, wenn man sich das vorstellt. Diese Ballenanzahl, die wir in 10 Tagen heuer bewerkstelligt haben, da hätten wir parallel 6 Maishäcksler und 20 Transportfahrzeuge gebraucht. Das ist undenkbar. Das ist krass. Die machen mit ihren Ballenpressen einfach mal 6 Maishäcksler weg. Also ich meine, das sind jetzt alles 8 oder 10 Reiher. Also die gibt breitere Gebisse. Ist natürlich auch der Struktur hier geschuldet. Ihr seht ja die Felder, das ist kein Feld von Hannes. Hannes wird da so, das ist für ihn anhäckseln, was die hier machen. Aber das ist schon krass. Machen wir 6 Maishäcksler machen die einfach mal weg. Ja gut, auf einen Maishäcksler eine Presse. Man hat ja aber auch gesehen, die Maishäcksler stehen. Aber trotzdem, es ist schon nicht schlecht. Soll bei mir auf dieser Schiene bleiben und in Zukunft mit allen professionellen Dienstleistern weiterhin zusammenarbeiten. Es ist bereits dunkel, als wir die Maisballenpresse erreichen. Die gleiche Maschine, mit der Hans Gumpitsch noch am Vormittag in Kaprun unterwegs war. Inzwischen wurde er von einem Mitarbeiter abgelöst. Zu Stoßzeiten muss die teure Technik laufen, manchmal auch rund um die Uhr. Das geht nur, wenn das komplette Team mitspielt. Die Mitarbeiter sind eigentlich unser größtes Kapital. Für uns sind die Mitarbeiter, die Stammmitarbeiter, die wir seit Jahren hegen und pflegen, das Wichtigste und auch in der Planung das ganze Jahr. Und da muss ich auch mal auch sagen, ist eine sehr gute Einstellung, dass der Chef sagt, unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste hier. Das ist auch so eine Sache, die ich an Hannes wirklich schätze, also Landwirt im MV, dass er sagt, in dieser Spitzenzeit, wo wir Maishäckseln, machen wir trotzdem nach 12 Stunden Schluss. Oder sogar nach 10? Nee, von 7 bis 7 arbeiten die. Und das ist halt auch so eine Sache, wo man einfach wirklich sagen muss, das ist eine wirklich fast humane Zeit. Wenn ich hier die Maishäckselketten hier in Umgebung angucke, die mich um 6 Uhr morgens aus dem Bett holen, am Sonntag, und um 3 Uhr nachts zurückfahren, und alle diese Straße entlang, nochmal ein kurzer Nachtrag, ich werde das später ranschneiden. Natürlich, kann sein, dass die Häckselketten hier die Fahrer durchtauschen, aber ich sag mal, das passiert doch relativ selten. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass die Fahrer hier wirklich von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts durchfahren. Das wäre branchentypisch nicht unüblich, aber ein echter Kack-Move von den Chefs und absolut nicht legal. Nicht weiter. Wir wissen, dass wir in dieser Zeit alles geben müssen. Wir in der Familie müssen das vorleben. Das heißt, also mehr wie 2-3 Stunden Schlaf geht sich da einfach nicht aus. Das ist für mich und für meine Kinder, die in der Firma arbeiten und die Schwiegerkinder, ist es so. Also da geht das Licht bei uns nie aus und einer muss auch immer erreichbar sein. Dafür stehen wir und dafür
halten auch die Mitarbeiter zu uns. Und das ist natürlich unser großer Vorteil, wenn man ein Team hat. Deswegen heißen wir ja Gumpi Team. Wir haben ein Team, das das miteinander spielt. Der nächste Tag. Wir schauen am Betrieb der Hans Gumpitsch GmbH vorbei, wo heute der Mais von den eigenen Flächen für den Futterhandel zu Rundballen gepresst wird. Auch hier ist wieder Andi mit der neuen VarioMaster im Einsatz. Die variable Presse. Also Steier fühlen die aber schon. Presskammer liefert für jeden Kunden die passende Portionsgröße. Wir machen Ballen von 80 cm bis 1,40 m, von 500 Kilo bis 1500 Kilo. Und bei uns gibt es kleine scharfhaltende Betriebe, die in der Lämmermast einen Maisballen brauchen, der 500 Kilo schwer ist und damit 14 Tage auskämen. Und es gibt andere Betriebe, die sagen, sie brauchen in der Ration 1400 Kilo Mais pro Tag und dann füttern sie einen Ballen pro Tag. Auf dem Wickeltisch wird jeder Ballen genau gewogen. Ein Drucker erstellt selbst. Warte. Hat er gerade Schafe gesagt und Maisballen? Oder hat er sich da ein bisschen verkalkuliert und meint eigentlich Grasballen? Mir höre ich zum ersten Mal, dass Schafe mit Mais gefüttert werden. Klebende Etiketten mit Datum, Uhrzeit, Laufnummer und Gewicht. Ideal zur Dokumentation und für die spätere Abrechnung beim Verkauf der Ballen. Der Futterhandel macht aber nur einen kleinen Teil des Geschäfts aus. Die meiste Zeit sind die Maschinen beim Lohnpressen unterwegs. Seine Wurzeln hat Gumpitsch in der Landwirtschaft. Seit Jahrzehnten hält die Familie am Betrieb in Dölsach Milchkühe und Mastrinder. Ja, schöne Tiere. Für den eigenen Viehbestand wird parallel ein Fahrsilo mit gehäckseltem Mais befüllt. Sieht aber sehr trocken aus, das Mais. Der Mais. Zwei Radlader von Liebherr sorgen für die nötige Verdichtung. Einer davon wurde erst vor kurzem neu angeschafft. Ja, der neue Lader, der ist gut, gleich wie der alte, fällt überhaupt nichts. Und ja, 3 Tonnen Sparer ist er und 40 PS mehr, ist halt der 6-Zylinder und kein 4-Zylinder mehr. Da fährt mein Berg auf mal viel schneller als bei meinem alten. Und ja, beide Rodler sind das ganze Jahr voll in Einsatz. Neben dem Silowalzen laufen die beiden Radlader auf der eigenen Kompostieranlage, im Erdbau und im Winterdienst. Damit ist eine gute Auslastung sichergestellt. Über 4000. So, welcher ist der neue? Ich sag der linke. Obwohl der rechte sieht ein bisschen wuchtiger aus. Ah, das ist jetzt ganz schwer. Der linke sieht aber irgendwie ein bisschen neuer aus, finde ich. In Betriebsstunden hat der erste Radlader bereits auf der Uhr. Und das nach gerade einmal 2 Jahren. Am Ortsrand von Lienz werden gerade die Versuchsflächen gehäckselt. Eine Kooperation mit Saatgutfirmen, die Rückschlüsse über das regionale Potenzial der verschiedenen Maissorten zulässt. Im Einsatz ist ein Klaas Jaguar 850 vom Lohnunternehmen Winkler aus Nikolsdorf. Für den Abtransport sorgen die eigenen Fahrer mit großen Containern und Hakenliftanhängern. Auch eine seltene Kombination, so Hakenliftanhänger. Wir haben ja auch in der Umgebung einen unterwegs, einen sehr großen. Hast natürlich deutlich mehr Gewicht auf der Straße, ne? Aber bist halt unter Umständen, je nachdem, was du machst, aber auch flexibler unterwegs. Von jeder Fuhre nehmen Michael Gumpitsch und sein Vater eine Probe, die anschließend im Labor ausgewertet wird. Von jeder? Gleich nebenan ist Mitarbeiter Daniel Meyer mit dem 2. goldenen Steyr Absolut CVT im Einsatz, um die abgeernteten Maisflächen mit einer Zwischenfrucht zu bestellen. An der Fronthydraulik arbeitet ein Grubber. Hinten angebaut ist eine 3 Meter breite Pöttinger Aerosem, die Gumpitsch auch für die Getreide- und Maissaat verwendet. Damit kann man Mais sehen? Das sieht aber nicht nach einer Einzelkornsämaschine aus. Okay, krass. Es sind diese Tage der letzten Feldarbeit im Jahr. Tage, an denen alle Maschinen, alle Mitarbeiter und Helfer im Einsatz sind. Tage, die jeder Landwirt und jeder Lohnunternehmer kennt. Tage, die allen Beteiligten viel abverlangen, aber auch viel zurückgeben. Für Hans Gumpitsch und sein Team ist es mehr als nur Arbeit. Es ist eine Lebenseinstellung. Wir bewegen Sachen, die nicht alltäglich sein. Wir bewerkstelligen Arbeiten, Herausforderungen, die nicht alltäglich sein. Und das mit einem Team,
die auch nicht alltäglich sein. Also wir sagen immer, wir seien speziell. Andere täten sagen, wir seien verrückt. Wir seien speziell, auch das gesamte Team, auch alle Mitarbeiter. Und die freuen sich, eine Arbeit zu machen. Da wird nicht auf die Uhr geschaut, wann sind wir fertig, sondern da geht es um das gemeinsame Ziel, eine Arbeit, eine Dienstleistung zu machen. Und wir seien Dienstleister natürlich mit Leib und Seele. Für uns gehen spannende Drehtage in Osttirol zu Ende. Für das Gumpi-Team gibt es nur eine kurze Verschnaufpause. Wenn ihr dieses Video seht, dann sind die Männer schon wieder im Winterdienst unterwegs. Okay. Das ist aber ein anderer Steier. Also es scheint dasselbe Gerät zu sein wie der Häcksler, aber orange lackiert, nicht rot. Auch hier gibt es viel Neues zu berichten. Für uns war es sicher nicht der letzte ähnliches Gerät. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keinen neuen Beitrag mehr verpassen wollt. Ja, ich glaube, das können wir hier beenden. Es scheint noch richtig schöne neue Aufnahmen in Planung zu sein. Wenn ihr das hier seht, dann haben AcroPicture mir erlaubt, das hochzuladen. In dem Sinne einfach nochmal danke dafür. Wie gesagt, wenn euch meine Reaction gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und Abo für meinen Kanal. Allerdings natürlich Pflicht, guckt auch auf deren Video vorbei. Link oben in der Beschreibung. Und macht dort dasselbe. Abonnieren und Däumchen nach oben. Denn, ich sag mal, das ist deren Original Content. Die haben da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und auch die wollen natürlich belohnt werden dadurch. So, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dann und ciao.